Willkommen zurück zu Tomb Raider: A Survivor is Born. Tja Leute, in der letzten Folge hatten wir einen harten Kampf, aber wir haben ihn überstanden nach dem vierten Mal. Letzte Folge war 3 Minuten zu kurz, diese wird 6 Minuten länger sein. So, auf jeden Fall, die Maus ist angesteckt, ich sollte keine Probleme mehr haben. Wir sind auf der Suche nach dem hier. Das sich hier oben irgendwo befindet. Na gut, los geht's. Grimm! Was ist los? Na, ich denke nicht, dass wir ihn von hier oben retten können. Vogelscheuche nicht vergessen, Leute. Irgendwo müssen da auch noch eine Vogelscheuche sein. Eine. Einzige. So, ich hoffe, ich finde sie. Auf jeden Fall, die Barackenstadt hat es in sich. Also eine riesen Stadt ist das. Mit sehr viel Solari. Da ist ja die letzte. Na wunderbar. Einen Fähigkeitspunkt, den werden wir gleich upgraden. Einsetzen. Oh shit. Aber wir kommen trotzdem dorthin. Nämlich so. Passt. Ups, falsche Richtung. Ja, ein bisschen rutschen hier. Wo waren die, das Lager? Weiter hinten oder wie? Jawohl. Na gut, mein Fehler. Genau, das war ja da oben. Genau. So, lasst uns kurz mal den Fähigkeitspunkt einsetzen. Wenn wir ihn schon haben. Sehr gut, haben wir nicht ausreichend. Also, das ist uninteressant dabei. Aber hier, lasst uns schauen, was beim Kämpfer ist. So, Ausweichkonter. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihn. Dann den Todesstoß. Ausweichkonter. Naja. Okay, nehmen wir das. Egal. Früher oder später hätte ich das eh so machen können müssen. Um Feinde zu betäuben, indem sie ihren innen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen sie mit Umschalt aus und drücken sie F, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Passt. Naja Leute, wir machen Fortschritte, langsam aber sicher. Was haben wir denn hier alles noch? Zur Ruhe gebettet haben wir alles gefunden. Schalldämpfer, Mann, die Schalldämpfer muss noch irgendwo hinten sein. Leute, ich muss noch einmal kurz zurückkehren, um die Schalldämpfer zu suchen. Denn alle vier denke ich nicht, dass es hier sind, hier in diesem Bereich. Es muss noch einer hier sein, also. Oder mindestens einer, besser gesagt. Leute, sorry, aber ich muss hier noch einmal zurückkehren, denn irgendwo... Mensch, einen Moment, Handy läutet. Okay, kann weitergehen, Leute. Wir suchen den Schalldämpfer, das Alarmsystem der Solari, das wir kaputt machen wollen. Aber ich hoffe, es befindet sich irgendwo hier noch eins. Ich meine aber ja, denn dort in diesem Areal, das kann doch nicht sein, dass es dort vier Stück von denen gibt. Irgendwo hochgelegen ist es, also irgendwo in der Höhe. Oh, Bergungsgut, ja, immerhin. So, also alles auswendig hier weiß ich nicht mehr, Freunde, denn ich habe es schon mal durchgespielt, 100%. Leider war die Hälfte nicht zu sehen, denn das Spiel ist abgestürzt und dadurch wurde es nicht, hat man es nicht gesehen, komplett, wie ich 100% gespielt habe. Aber dieses Mal wird man es sehen. Und wir spielen sogar auf Hard, Freunde. Hier haben wir das eine Relikt gefunden. Ja, gehen wir mal runter. Wo wir die Tür, das Holz aufgeschossen haben. Okay, so kommen wir hin. Oder auch nicht, aber na klar. Denn hier ist noch Bergungsgut, jawohl. Und Schalldämpfer. Interessant, dass ich das hier nicht finde. Aber wenn es wirklich da ist, dann müssen dann halt alle vier dort sein. Aber ich meine nicht. Aber naja, schauen wir mal.
Wir haben den ersten dort gefunden, genau dort, wo dieses, wo diese Plane runterhängt. Und tja, ich weiß es nicht, Leute. Wenn sich alle dort wirklich befinden sollten, dann haben wir Glück, dann ist es okay. Aber wenn nicht, dann müsste ich wieder zurückkehren. Und es ist für mich besser, wenn ich ja jetzt nachschaue, als später dann zurückzukehren. Also werde ich hier 3 Minuten mal bleiben und nachgucken. Und hier haben wir auch noch Bergungsgut. Und dort haben wir noch eine Kiste. Und wie der Zufall so will, ein Schalldämpfer. Nee, doch nicht. Okay, klasse, jetzt sind wir komplett zurück. Oh, ein Bildschirm haben wir. Das leider verschwunden ist ins Gebüsch. Aber es ist schwer verletzt. Ja Leute, ich warte hier auf das Wildschwein. Wenn es kommt, schalte ich wieder ein. Okay, anscheinend kommt es ja doch nicht mehr. Also werden wir uns auf die Suche machen nach dem Wildschwein. Aber das Blöde ist... Oh doch, ich komme hier rauf. Cool. Tut mir leid, kleiner Freund, ich weiß, du bist verletzt. Aber die Geräusche von den Waffen, von den Donner, von den Tieren, das haben sie echt realistisch hingebekommen. Also Respekt dafür. So, wir holen uns dann, ja, wir gehen halt drüber, ist egal. Anscheinend gibt es hier wirklich nichts, Leute. Wir holen uns dann dieses Dokument da und finden hoffentlich dort auch das zweite Grab. So, komplett wieder nach vor. Durch das Riesentor. Woher kamen die jetzt? Mann, oh Mann, die Schrotflinte ist richtig schwach. So, mal hier plündern nicht vergessen. Oh, hier haben wir eine Leiter, die habe ich ja erst jetzt bemerkt. Okay. Moment mal, sind wir schon eigentlich drüben? Ne, sind wir nicht. Wo ist die dritte Leiche? Naja, verschwunden, okay, egal. Ne, da ist sie. Ein Traum. Ja, die Maus ist angesteckt am Kabel und ist ein bisschen schwer zum Ziehen. Tja, das war ein Arschschot. Ein Hinternshot. Ja, das war das, dass ich mich das selbst in Brand steckst, was war das? Achso, das war der Salvenmodus. Okay, dann könnten wir mal aufpassen. Jawohl! Es ist doch so schlecht, was für Salvenmodus. Ja, wunderbar. So, woher die kamen, frage ich mich ja wirklich. Aber anscheinend sind wir... Oh, einen Moment, Leute, Telefon. Okay, kann weitergehen.
Achso, wir sind also schon im anderen Bereich. Alles klar, na sagt mir das bitte jemand. So, Schalldämpfer suchen wir auch noch. Das wird ja nicht übersehen, Freunde. Ich habe keine Lust, da zurückzukehren. Aber, ja, die sind nicht einmal so leicht zum Entdecken. Aber ich weiß, dass es mehrere gibt, als wir suchen müssen. Lara, ich hoffe, du bleibst hier stehen. Okay, das Dokument ist irgendwo dort auf der anderen Seite. Wie, da waren wir? Dann waren wir doch da. Also, da ist ja das Riesentor. Wieso sind die dann hergekommen, frage ich mich. Tja, egal, Leute. Hier haben wir noch einen Raben. Okay, hast Glück gehabt, kleiner Freund. Tja, hier gibt es anscheinend wirklich keinen Schalldämpfer mehr. Oder was ist hier oben los? Ja, lasst uns mal nachgucken. Ich denke, den Sprung sollte sie hinbekommen. Jawohl. Ja, die kommen ab und zu wieder mal raus und das ist dann irritierend. Das ist vor allem, wenn man stirbt. Schalldämpfer. Keine Schalldämpfer weit und breit. Tja, Mist. Ich kann nur hoffen, dass sie sich irgendwo dann halt alle dort befinden im Tor. Also drüben auf der anderen Seite. Denn hier finde ich nichts mehr. Na gut, dann lasst uns dorthin gehen, wo wir auch eigentlich waren. Da ist es ja. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Glaube, Matthias hat einen Kult wahrhafter Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischer Verfall... ich kann nicht mehr lesen, Leute. Glaube, Matthias hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischer Verfall unter Gewalt besser rechtfertigen? So, jetzt haben wir's. Tja, er rekrutiert so nonstop Leute, aber er bringt sie auch nonstop um. Also, ob das so viele noch sind, das weiß ich nicht, das bezweifle ich. Aber, naja, es werden auf jeden Fall noch viele kommen, Leute. Und dann später noch die Oni. Die werden geil, also die sind interessant. Die kill ich ja lieber als die Solari. Die Oni sind auch extrem stark. Aber zumindest haben die keine Waffen, außer Fern und Wrong, denke ich. So, hier haben wir wieder eine Suppe aus Schlamm, so leben. Aus Öl, wie man sieht. Hier, Öl. Hier, schmier dich mal ein, Lara, damit es besser flutscht. Wenn du einen Mann findest. Okay, Leute, das ist so blöd, ich weiß. So, was haben wir... Als nächstes, ja, ich habe da wieder schon den nächsten gehört. Okay, Blödsinn, Leute, ich bin ja extrem weit hinten, Mann. Ach nee, dort kommen wir ja hin. Okay, dort kommen wir hin mittels Gondel. Dort ist es dann. Okay, wir gehen aber dann daher.
Passt. Oh mein Gott. Grim! Okay, das ist der Grim. Ein bisschen blöder zu spielen, weil die Maus angesteckt ist und das Kabel irritiert und man kann nicht das so gut ziehen, wie ich mir das wünsche. Ach ja, dort ist es, da müssen wir aber darauf gehen und dorthin, ich check schon. Verstehe, aber da unten ist auch was, wenn ich mich recht erinnere. Grim, du bist entkommen! Irgendwo war dein Geocache. Ja, aber anscheinend nicht. Aber ich bin mir sicher, dass deiner war. Das warte ein bisschen, Kling. Ja. Jetzt wird es hier wieder gefährlich, Freunde. Die kommen wieder von überall. Los, belieb dich! Komm raus! Das wird aber nichts. Denn zündet sie an! Was ist denn das? Outsiderin! Keine Chance, ihr Schweine! Genau, Lara, zeig's ihnen. Dort haben wir noch eine. Eine Alarmanlage. Mann. Ich müsste was trinken, denn
halt, ihr Arschlöcher, kommt nur her! Mann! Fuck you! Ich mach euch alle fertig. Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Na gut, aber wir werden uns als erstes hier die Leichen widmen. Den Leichen widmen wir mal plündern, die ganze Munition aufnehmen. Ja, ich habe hier wieder Munitionsmangel gehabt. Musste mit den Pfeilen schießen. Aber na gut. So, hier unten sollte doch ein Geocache sein, verdammt nochmal. Wo ist er? Da ist er ja. Mann, oh Mann. So, mittels Seilrutsche, die rübergeschossen haben oder festgemacht haben, können wir auch rübergehen. Und dort befindet sich dann ein Dokument irgendwo, genau. So, ich hoffe, ich habe Schrotmunition. Und da ist auch ein Wildschwein, wenn ich mich nicht irre. Genau, da ist es. Ja, sorry Leute, die Maus ist angesteckt und ich kann nicht so spielen. Ich müsste warten, aber... Dieser Intro gehört wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Aber wer will denn schon warten bei so einem geilen Spiel? Okay, das Schwein ist verwundet. Tut mir leid. Okay, jagen sie in dieser Region, halten sie jetzt nur noch wenige FPS. Okay, wir sollten also nicht mehr jagen. Das war's dann mit der Jagd. Ja, die Tiere haben Glück. Ja, die Lara ist gefährlich. Mann, oh Mann. Die will hier alles essen. Will hier alles erlegen. So, dort haben wir noch eine Sirene. Aber... Tja, scheiße, Leute, es wird nichts mehr angezeigt. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Tja, wir sollten dann daher kommen. Aber wir holen uns als erstes mal die Sirene von da oben. Oder ne, von da. Wo war sie denn? Okay, dort ist sie. Passt. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Als erstes mal oder ne, machen wir mal diesen Raum hier, diesen Bereich. Ja Leute, zu Gondel müssen wir rüber, aber das werden wir natürlich noch nicht machen, denn wir haben ja richtig viel zu sammeln. Okay, hier haben wir das zweite. Nicht schlecht. Passt. Da unten habe ich noch ein Bergungsgut gesehen. Wunderbar. Das war echt so hoch. Ja, wie gesagt, ich schätze, das war vollkommen falsch. So, ich hoffe, wir können, jawohl. Denn wir müssen dort drüber. Moment mal, geh mal kurz runter, Lara. Okay, geh runter.
Mensch, Lara, bitte spring doch runter. So. Ach, Mann. Getroffen habe, dann weiß ich nicht. Anscheinend ist das wirklich viel zu weit. Ja, wahrscheinlich. Okay, naja, wir müssen rüber auf die andere Seite, oder? Jawohl, genau. Dann gehen wir noch mal kurz runter. Schade, dass sie von der Seilnutsche nicht ausschießen kann. Außen nicht schießen kann, also... Das wäre cool. Würde etwas die Sachen erleichtern. Hier haben wir noch eins, aber das ist unnötig, denn wir brauchen keine mehr. Aber hier habt ihr noch eins. Okay, die holen wir uns dann später. Wenn wir mal dort die Runde gemacht haben. Oh, scheiße. Egal, schauen wir mal, was es hier so gibt. Mann, oh Mann, was ist los mit dem? Ist der gepanzert, oder wie? Okay, das gibt nicht die Gelegenheit, die Kiste hier zu durchstöbern. Da gibt es ja auch mal den Gang. Aha, geh okay. Wunderbar. Der wurde allerdings nicht angezeigt. Dort haben wir noch eine Truhe. Tja Leute, wie gesagt, wenn man was finden will, dann Augen offen lassen. Ist echt sehr gut versteckt. Also Verstecke, die Sachen haben sie richtig gut versteckt, aber was die Gräber betrifft, da haben sie richtig schlechte Arbeit geleistet. Extrem leicht sind die Gräber. Viel zu leicht. Okay, keine Munition, scheiße. Noch einmal dort oben umschauen. Ich hoffe, wir finden noch was Interessantes. Das war nicht so geplant. Hier haben wir die dritte. Oder die vierte. Die dritte, okay. Also sind sie doch alle da. Müssen alle da sein, Leute, weil sonst müsste ich wieder zurückkehren und das wäre blöd. So, geh mal hier runter. Oh, nicht da runter. Ich meinte doch aufs Dach.
dort haben wir ein Geocache, das kann ich mich erinnern, dort leuchtet auch schon. Na gut, weiter geht's. Oh, da ist eine Kiste, eine Truhe. Mensch, Lara, da kannst du doch runterspringen. Stell dich doch nicht so an. Sonst ist hier nichts okay. Ah, jetzt kommen wir aber nicht mehr rauf, oder doch? Passt. Hey, ah, okay, das, der Maschendrahtzaun ist hier geschnitten. Hier drin sollte sich auch was bewegen. Jawohl. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Okay, sonst nichts. Dort ist noch eine, aber die können wir leider nicht so zerstören, das ist blöd. Ja, die sollen wissen, dass wir kommen. Die Scheißer. Haha, als ob ich's gewusst hätte. Tja, nur noch 10. Nur noch. Wunderbar. Also die Geocaches, ich weiß nicht, ob ich sie alle finden werde. Finally! Okay, wir haben keine Munition, nur noch die 3 Schuss oder 4. Ich versteck mich ja gar nicht mal. Mensch, wo ist der? Oh, Scheiße. Okay, dort irgendwo hinten haben wir das Grab, hier haben wir das 4. Alarmsystem, das wir gleich einmal ausschalten werden. Da haben wir ein Geocache. So, an mehr kann ich mich auch nicht so besonders erinnern, aber da sollte vielleicht auch noch was sein. Oder auch nicht, ne, da kommen wir komplett rüber. Das wollen wir natürlich noch nicht. Genau, da war ja die Kiste. Na gut. Ja, noch 9 Geocaches, Leute. Mann, oh Mann, die sind da so winzig, die sieht man kaum. Aber wir müssen sie irgendwie finden. Wenn wir die 100% erreichen wollen.
Dort ist noch was cool. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minütchen. Tja, wir brauchen noch so ein Alarmsystem. Sehr viele Geocages. Tja. Auf jeden Fall noch eine Menge. Okay, ich dachte, ich werde Munitionsmangel haben. Habe ich eigentlich auch, aber... Oh, Dokument. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, landeinwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Oni-Wächter schützen. Und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Besessenheit. Matthias hat seinen Solari dazu gebracht, all das im Namen einer längst gestorbenen japanischen Königin zu bauen. Unglaublich. Ja, Solari, ich denke, Solari ist Latein und bedeutet eh auch Sonne. Ich weiß jetzt nicht, ob es Latein ist, aber es sollte Solar Sonne bedeuten. Also, ich denke schon. So, wir haben hier dieses Dokument gefunden, was wir markiert haben. Jawohl, da ist dann das nächste Relikt, das wir auch gleich finden werden. Und zwar hier. Zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Tja, sonst gibt's nichts. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt, Leute, sehe ich gerade. Wahnsinn und cool wieder zusammen. Mann. Cool. Okay, Leute, wir müssen daher. Tja, scheiße, Mensch. Wir haben richtig wenig gefunden. Dokumente, okay, es gibt noch zwei Lager. Das eine Lager ist in dort im Grab, das ist ja klar. Durchsuchte Gräber, okay, 4, 5, das haben wir alles. Die Gräber, Geocages, noch 8 Stück. Ja, und das war's dann. Also ich hoffe, wir werden es erfinden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, da gibt es ein Rätsel mit den Berggut-Netzen. Oder das Berggut, das sich im Netz befindet. Gefangen hält. Das ist eigentlich auch ziemlich geil, das Rätsel. Da ist es. Nee. Doch, irgendwo da ist es. Da ist es. Das sollte sich ausgehen. Das war bestimmt nicht geplant von denen so, aber ich habe es herausgefunden, wie es leichter geht. Freunde. Normalerweise müsste man dorthin eine komplette Runde, aber von da erwischt man komplett alle. Okay, vielleicht diesen nicht, oder doch? Schauen wir mal, jawohl. Cool, oder? Also ihr wisst es, von da einfach erwischt man einfach alle. Das habe ich dann im beim zweiten Mal, als ich gespielt habe, herausgefunden. Das wollte ich euch noch zeigen. Normalerweise müsste man von jedem Punkt aus durch das Loch schießen, wo es halt am besten positioniert ist, wo man halt am besten positioniert ist, das müsste man herausfinden und sich dorthin stellen, dorthin und von da trifft man einfach alle. Das war sicher nicht geplant von den Entwicklern so, aber es geht. Cool. So, da ist eigentlich das Grab irgendwo und das ein Geocache. Den wollte ich noch holen und
da irgendwo ist dann das Grab. Genau da oben ist es, Leute. Aber das werden wir uns für die nächste Folge lassen, liebe Freunde. Oder ist es doch nicht da? Ne, unten ist es dann, okay. Aber wir werden uns hier noch oben ein bisschen umgucken. Ihr seht ja, von da aus hätte man das alles erwischen müssen. Nicht so, wie ich das gemacht habe, aber es geht. Also ihr seht, von da dann auf die andere Position, dann dort schießen. Und so müsste man es eigentlich machen, so war es ja gedacht. Aber die haben sicher den Fehler hier übersehen. Ja, tatsächlich Munitionsmangel habe ich hier. Okay, Leute, wir suchen noch das Grab zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es sich befindet. Aber es müsste irgendwo da sein. Dort haben wir Bergungsgut. Dort sind sie auch. Tja, keine Munition, nur noch die Pfeile. Naja, gehen wir es an, erlegen wir die noch. Komm raus, Burli. Ach Mensch, du feige Drecksau. Ja, das war nicht klug. Aber Leute, ich beende hier die Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Wir finden dann beim nächsten Mal das Grab. Und wir haben sogar einen Fähigkeitspunkt. Das ist wunderbar, Leute. Bis dann und ciao.